Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man einen Zug in der Höhe fahren lässt. Also die Spirale, könnte man sagen. Und ich zeige euch, wie man mit Engstellen umgeht. Oder wie man eine Engstelle bauen kann, wenn man sie vielleicht mal braucht, weil man irgendwo nicht viel Platz hat. Fangen wir mit der Engstelle an. Weil die ist einfach, ich habe das mal so vorbereitet. Da vorne habe ich so einen kleinen Kreis, damit das auch wieder zurücklaufen würde. Wir haben ja unser schönes Zugsystem mit zwei Richtungen. Einmal hin, einmal zurück. Jetzt kann es aber vorkommen, deswegen, man möchte durch irgendeine Höhle fahren mit dem Zug oder sonst irgendwas, hatte aber nicht genug Platz, um zwei nebeneinander zu setzen. Oder man will zwischen zwei Fabriken hindurch und da ist leider dummerweise nur noch Platz für einen Block hier. Wie machen wir das? Irgendwie müssen wir ja die Züge da in beide Richtungen durchleiten. Grundsätzlich, ne? Also das wäre das System hier. Unser Zug geht hin, unser Zug kommt zurück. Und hier, das ist die eine Schiene, wo wir hinwollen. Wenn man das Ganze so macht, dass man hier zwischen quasi drei Stück hat, kann man ganz wunderbar hingehen, sich eine Schiene nehmen, diese von hier da dran setzen. Sieht ganz nett aus und sie kann auch von hier wieder weitergehen. Damit, ja, hätten wir jetzt einfach nur einen Bogen in der Schiene. Jetzt nehme ich mir hier den, da den. Und auf einmal habe ich die Möglichkeit, dass der hier drauf fährt, ne? Mal einmal weg. Dann hier drauf fährt, da wieder raus, rum und zurück. Natürlich hätte ich hier jetzt irgendwo einen Bahnhof vernünftig angegeben und. So, damit das aber funktioniert, weil die sollen sich ja hier nicht crashen, die beiden. Packen wir dort und dort wieder unser Fahrtsignal hin. Und, weil wir ja gelernt haben, immer davor und dahinter, machen wir das hier genauso. Damit fährt der Zug hier drauf, fährt hier raus und hier wieder rein und da raus. Das Ganze wird über die Fahrtsignale dann schön gesteuert, damit die sich nicht im Weg sind. So, das ist ja bis dahin schon mal ganz gut. Warum ich den Quatsch jetzt hier mit euch mache, warum man das so verengen möchte, das zeige ich euch, wenn wir an eine Spirale gehen. Weil wir haben die Möglichkeit, eine Spirale ein- oder zweispurig zu bauen. Damit wir eine vernünftige Spirale bauen können. Also da gibt es verschiedene Varianten, wie man da rangehen kann. Letztes Mal eine davon hier vorne hin. Einfach nur zum Anschauen. Wir nehmen uns einfach mal zwei Stück hoch. Also Fundament in die Mitte. Und dann ist das relativ einfach. Man geht hin. Da brauchen wir den anderen Modus. Hier drei raus. Und quasi immer einen Block später oder einen Block höher an die obere Kante setzen wir drei Fundamente nach außen. Und kommen so Stück für Stückchen hoch. Wenn wir das noch ein bisschen schön haben wollen, mal gleich. So, glaub, zum Zeigen reicht das erstmal so. Angenommen, wir kommen von hier in diese Spirale rein. Damit wir jetzt unseren Zug auch hier hinfahren lassen können, müssten wir natürlich irgendwie die Schiene daran machen. Ja, so eine 1 Meter Rampe dran. Hier unten habe ich vorsichtshalber mal eine hingesetzt. Sieht dann ein bisschen schöner aus. Und dann hat man hier
einen schönen Übergang und kann von hier aus zum Beispiel, wenn das hier wegmacht, nimmt man sich den Kollegen, setzt ihn dahin, dahin und wir haben hier eine Weiche und dann geht das da durch. So. Na, also hätten wir Möglichkeit, hier schön darauf zu fahren. Und ab dann ist das relativ einfach. Wir setzen uns das mal eben für alle Punkte hier. Muss mal den rausnehmen. Dahin. 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 Und dahin. So. Dann geht man hin, nimmt sich die Schiene und zieht den Spaß da drauf. Es ist wichtig, den richtigen Punkt zu treffen. Den Fall von hier unten. Hier hin. Da klappt nicht. Also es ist immer so ein kleiner Versatz. Anfang, Ende, Anfang, Ende. Also jetzt haben wir wieder... So. Und hierauf. Da haben wir wieder Ende. Man kann das natürlich auch gucken, dass man es irgendwie mittig hinkriegt. Da drauf. Und so geht es dann weiter, bis man ganz nach oben kommt. Ich mache das mal eben fertig. So. Da haben wir unsere Spirale hier rauf. Und am Ende habe ich die Rampe weggelassen. Ist in meinem Fall so ausgekommen, dass ich genau hier vorne flach war. Also konnte ich, hier kann ich jetzt hingehen und hier meine Schiene weiterziehen. Und dann geht es wo auch immer hin. Und da könnte ich jetzt natürlich hingehen, wenn ich den Spaß einmal so mache. Einmal so. Dann habe ich natürlich 1, 2, 3 die Möglichkeit, hier jetzt meine Züge wieder auf separate Gleise fahren zu lassen. Ja. Das wäre die einfache Spirale. Wie man das Ganze schöner designen kann und so, das überlasse ich euch. Da seid ihr wahrscheinlich viel besser als ich. Aber das ist der einfache Teil. Der Zug kann da schön hochfahren. Ich finde es grundsätzlich einfacher, von unten nach oben zu bauen, als von oben nach unten. Das wird da jetzt nochmal witzig. Aber dafür gibt es ja auch einen einfachen Trick. Wir gehen jetzt hin, nehmen uns diese Ecke hier und ich möchte meinen Zug hier runterbringen. Weil ich brauche den hier unten in dem Bereich. Wir ziehen das jetzt mal so hin, dass wir irgendwo da auskommen. Deswegen schießen wir erst eine Runde mit dem Gewehr. Nee, das wollen wir nicht. Hier, 7, das wollen wir haben. So. Ziehen wir das nochmal. Was wollen, müssen wir denn wohl? Da sieht gut aus. Ziehen wir den auch bis dahin. So. Und dann gehen wir einmal hin. Und nehmen uns das große Fundament und gehen damit im Vertikalmodus einmal runter. Bis eine Kreatur ist im Weg. Welche Kreatur ist im Weg? Du sollst im Weg sein? Was hast du denn für eine Hitbox, bitte? Ah, du bist im Weg.
Ich habe mich um das Tier gekümmert und oh. Wir gucken nicht nach, wie ich mich drum gekümmert habe. Gut. Jetzt haben wir hier ja, wir besuchen es von oben. Haben wir hier den Punkt, wir haben diese zwei. Zwei Gleise, die hier ankommen werden. Das eine ziehen wir gleich gerade durch, das andere kommt hier an. Das heißt, je nachdem, wie rum wir die Spirale jetzt machen wollen, also wollen wir den inneren nach oben fahren lassen oder den inneren nach unten fahren, gehen wir hin und packen uns hier erstmal. Wie machen wir es denn? Da habe ich den Pillar, also setzen wir uns das hier hin. Das ziehen wir jetzt mal ein Stückchen raus. Und zwar 5 Stück. So, bis hierhin wird das gehen. Wir ziehen das auf 10 raus. So. Hier gehen wir 5 weiter. Und jetzt haben wir den Punkt. Wir kommen ja. Also wir lassen unsere Schiene jetzt erstmal bis dahin laufen. Und da dran. Nehmen wir erstmal nur die. So. Wir gehen weiter. 5 Stück. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Bis hierhin. Dann setzen wir die Schiene hierhin. Das wäre jetzt so unser Punkt, wo wir hinwollen. Das heißt, an der Stelle, wo wir die beiden zusammenfügen, wäre hier nochmal ein und da. Wir lassen also die Schiene, die hier ankommt. So wollen wir die nicht haben. So. Gehen wir die hier einfach durch. Ja. So. Damit hätten wir die. Und wir können die hier rumziehen. So. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch nach unten bringen. Hier kommt weg. Wir gehen jetzt hin an dieser Stelle und sagen, wir möchten gerne mit der, nehmen wir die Doppelrampe, sieht ein bisschen schöner aus und ist etwas leichter zu bearbeiten. So, wir wollen damit nach unten gehen. Nehmen wir uns die und nehmen 1, 2, 3, 4, 5. Hier vorne vor setzen wir jetzt den Kollegen und setzen hier wieder eine Rampe. 5 darunter. Und können nun. Nein. Nun von dort. Na, da ziehen. Wir haben damit einen schönen Bogen, der hier runter geht. Setzen wir uns einfach. Na, hier neben ein und ziehen von dort den Spaß dahin. Und das ist letztendlich schon das ganze Prinzip. Eins ein bisschen enger machen wahrscheinlich. Aber mit 5 für den Inneren ist das schon ganz okay.
Jetzt würden wir von hier aus wieder. Wir hatten ja die 5 von da. Gehen wir weiter. 5 runter. Schnappen uns den ein. Und gehen hier an der Seite wieder. 5 runter. Und setzen ihn wieder da dran. Einen daneben. Und da dran. Und das ist das ganze Geheimnis. Einfach immer die nehmen. Wahrscheinlich mein Killer hier im Weg. Das schauen wir uns gleich an. So, da lang. 5 runter. Und wir fahren dorthin. So. Natürlich ist der im Weg, also nehmen wir ihn weg. Ich baue jetzt erst den Kram hier runter. Und dann holen wir die zweite hinterher. Aber wir könnten dafür wenigstens immer den Kollegen da dran setzen. Dann ist das etwas einfacher. So. Den dahin. Die 5 da. Darunter. Den da dran. Und die nächsten 5. Nicht an die Schiene, sondern bitte hier dran, genau. Da ziehen wir jetzt einmal durch hier. Ich mache das eben hier fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So. So sieht dann die Spirale aus an der Stelle. Wir haben halt die Möglichkeit, hier rumzufahren und dann geht es immer schön runter, bis wir da unten sind. Ich hole mir mal eben einen Zug. Beziehungsweise setze mir mal kurz ein. Wohin packe ich mir den? Da reicht ja auch eine einfache Lokomotive. So. Und wir fahren mal eben selber da lang. So, hier geht's da rein. Einmal da rum. Und so haben wir unseren Weg hier runter. Also, hier rum und dann geht's langsam um die Kurve. Einen schönen Drehwurm. Das Ganze kann man jetzt natürlich noch ein bisschen schöner machen, indem man an den Stellen, wo die Schiene drankommt, also da, wo ich immer diesen einen nach außen nochmal gesetzt habe, dort könnte man jetzt irgendwelche Stützen anbringen. Das ist auf jeden Fall schön designen. So. Und so sind wir unten. Jetzt nehme ich die hier mal wieder weg. Erstmal aussteigen.
Ja, erstmal aussteigen und direkt wieder einsteigen. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Nehmen wir uns jetzt einen Lok für die andere Richtung. Das ist natürlich hier unten jetzt nicht zu einem Bahnhof umgebaut. Aber wir wären jetzt hier unten, könnten von mir aus in die Richtung noch weiterfahren. Wie ist denn das hier eigentlich? Ah, es wird hier ganz schön steil hier unten. Würde sich anbieten, hier einmal um die Kurve zu gehen und dann wieder so eine Spirale zu bauen. Oder zumindest irgendwas Ähnliches. Langsam runter. So. Also fahren wir mit dem ganzen Ding wieder nach oben. Während jetzt ein Zug runterkommt, können wir immer noch mit einem rauffahren. Die beiden sind weit genug auseinander, weil wir immer diesen Abstand von ich glaube, zwei Einheiten sind das da oder zweieinhalb Meter, also letztendlich von einem Meter oder sowas einhalten. Ich kann das ja auch gerne ausprobieren, indem wir einfach einmal hingehen und hier, wir lassen den Zug mitten in der Kurve stehen hier. Gehen nach oben. Setzen uns noch einen zweiten. Und fahren damit runter. Und der dürfte den anderen jetzt nicht berühren. Hoffe ich. Ansonsten macht's bumm und wir fliegen durch die Gegend. Das ist dann auch schön. So. Aber, wie man sieht, da ist genug Platz. Einmal abbremsen hier. Und raus. So. Oh, passt an der gleichen Stelle. Also, passt super. Und so bekommt ihr eure Züge rauf und runter. Und falls ihr nicht viel Platz habt, habt immer noch diese Variante, die etwas kompakter ist, aber halt auch nur ein Gleis. Das heißt, im Zweifel bei vielen Zügen habt ihr da halt Stau. Ja, der kann halt nur in eine Richtung. Der ist hier so, weil unten kein Bahnhof ist, beziehungsweise das Ganze nicht wieder zurückgeht. So. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.